Okay, wir könnten noch mal dahin. Dann sind wir drin. Achso, wir sind. Ja, alles gut. So, Mäuschen. Mach dich weg. Ich habe da vorne noch mal so ein kleines Ding abzuchecken. Wahrscheinlich die Garage oder so. Von der Seite, alles klar. Warum die Musik? Ist ja nichts. Oh, schönes Auto. So, habe ich eine Sicherung? I hope so. Ja, Mann. Sesam, öffne dich. Sind überall Attrappen platziert. Jetzt die Frage, wie kann ich diese entschärfen? Aber im Prinzip müsste ich ja gucken, da zieht eine hin, da zieht eine hin, dann haben wir, da ist noch eine, da ist eine. Eigentlich dürfte die mich nicht treffen, wenn ich jetzt hier so, soll ich mal ausprobieren? Warum sind da Einstiege? Ciao. Ja, ich würde sagen, alles entschärft. Ich wusste gar nicht, dass die Viecher noch leben, sag mal. Stangensäge. Das ist genau die, die wir jetzt schon haben. Passt aber. Okay. Da ist noch was. Aber Chemikalien, aber ich kann die nicht einsacken. Nee. Ach, hallo, mein Großer. Habt ihr gerade seine Augen gesehen? Ach, schade, jetzt. Meine Taschenlampe ist ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die an oder aus ist. So, haben wir. So, aber da ist ein Safe. Jetzt die Frage: Habe ich den schon gesehen oder nicht? Ich glaube nicht. Das heißt, mir fehlt ja. Ah, hallo. Hä? Wieso komme ich nicht hoch? Da ist eine Kiste. Kann ich hier hoch? Ach so, da ist eine. Ja, ergibt Sinn. Eine Schaufel. Es könnte aber auch gut möglich sein, dass ich vielleicht nur irgendjemanden töten muss. Irgendeinen Zombie. Damit ich halt Schlüssel kriege. Warte mal, hier unten war doch einer. Wenn der nicht schon längst weg ist. Okay, Zombie ist weg. So. Hier rein. Nicht hier, sondern. Oben oder was? Doch, da. Nee, hä? Dahinter auf jeden Fall.
Ach da. Des Vorarbeiters? Das heißt, ich brauche einen Arbeiter. Jemand in der Arbeiterkluft. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo ist dieser? Und zumal, warum hat er den Schlüssel? Also jetzt war, ja? Vielleicht gehören. Warte mal, hat einer von dem was an? Ach so. Ich gehe schon. Vorarbeiter. Hier oben waren welche? Mit einer Arbeiterkluft? Aber ich glaube, das müssen wir später irgendwann mal machen. Okay. Dann. Ach, da sind wir jetzt. Dachte schon. Nein, Mister. Officer, tun Sie es nicht. Schildkrötensuppe? Was ist das? Schildkrötensuppe. Tötet 10, Schutzanzug. Ja, kein Problem. Zack! Ja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Ja, Mann. Jetzt fehlt nur noch, dass das Spiel wirklich so richtig Open World wäre. Also, dass auch dieser Abschnitt mit dazugehört, die ganze City. Ich glaube, dann wäre das Spiel, denke ich mal, zu groß. Einfach mal nur die Vorstellung, wenn das wirklich jetzt auch noch mit dazugehört, die gesamte City. Oh mein Gott, das Spiel. Da würde ich, glaube ich, sogar aufhören, World of Warcraft zu spielen. Kann ich hier runter? Nein! Ja, man hat es einfach mal ausprobieren wollen, wa? Okay, man kann auf jeden Fall nicht runter. Tut es auf jeden Fall nicht. Oh, habt ihr euch den Sonnenuntergang angeguckt? Ja. Oder die Stadt? Mann, ich dachte echt, dass da eine Wand wäre. So eine unsichtbare Wand, damit man da gar nicht erst runterfallen kann. Vorarbeiter. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber der könnte vielleicht meinen Schlüssel haben. Wo ist denn eigentlich? Da. Ausprobieren. Tja, die Beine sind aber nicht geschützt, wa? So, was haben wir denn hier? Ein Bostab. Okay, lass mich mal schauen. Das hier kann weg. Scheiß drauf. Okay, das war definitiv kein Vorarbeiter. Okay, ein andermal. Wir wollen eine Story erstmal machen. Und dann können wir den Rest alles begutachten. Ach, Schießpulver. Wofür findet man da? Ach, verdammt, macht den Weg zu den Monarch-Studios frei. Ach so, stimmt ja. Wir bekommen ja noch eine Waffe. Oh. Das ist nicht gut. Oh, nicht wieder so ein Dude.
Perfektion haben wir freigeschaltet. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ich such den mit dem Bienenstock am Arsch. Ah, ich glaube, der ist tot. Ach, der ist in diese Gase, glaube ich, reingegangen, oder? Alter! Moin. Da hat jemand eine Karte verloren. Also mit der Sonne im Hintergrund sah das gerade echt schön aus. Todeszone, Schlüsselkarte. Ja, ne? Das finde ich auch. Was haben wir hier? Plauderstunde. Plauderstunde. Christy. Ich muss mal Dampf ablassen. Christopher M. Dafür sind unsere Chats da. Christy. Nur zu. Ich brauche auch mal eine Pause davon, diesen giftigen Mist hoch und runter zu schleppen. Christy. Da war dieser Typ. Der hat schon 10 Meter gegen den Wand nach Freigeist gestunken. Und irgendwas davon gequatscht, dass Zombies nur kranke Menschen sind und wir doch bitte nicht auf sie schießen sollen und so ein Scheiß. Jeder glaubt das Recht auf freie Meinungsäußerung und einen Aluhut zu haben. Und letztlich bin ich es dann, der alle die gerade jemanden an diese Freaks verloren haben, daran hindern muss, solche Typen den Schädel einzuschlagen. Bist du von der sensiblen Sorte, was? Christopher M.? Vollidiot. Christy? Wir hatten da auch so einen Kerl im Hotel. Hat sich aufgespielt, als wäre er ein Genie. Nichts davon ist real. Niemand stirbt wirklich. Die Regierung lügt uns an. Das ganze verdammte Programm. Wir haben ihn mit einem Zombie im Zimmer eingesperrt, damit er mal einen Reality-Check macht. Cool. Finde ich echt cool. Juhu. Dafür kann man richtig Ärger bekommen. Warum glaubst du? Hat Booker ihn heute zum Räumdienst abkommandiert? Christy? Ihm ist nichts passiert. Lol. Wir haben den Zombie die Zähne und die Krallen gezogen. Und wir haben ihn die ganze Zeit im Auge behalten. Aber 10 Sekunden haben dem Kerl gereicht. Und er hatte die Hosen gestrichen voll. Und eine ganze neue Perspektive gewonnen. Im Bus hat er danach nicht mehr viel gesagt. Das ist schon lustig, ist schon lustig. Witzig. Bei mir am Check-in ist nicht viel passiert. Außer dieser Familie mit den seltsamen Namen. Nicht die Eltern. Das waren Normalos. Aber die Kinder hießen Awin, Meadowgreen und Yamada Dark. Wofür sie ihre Eltern jetzt wahrscheinlich hassen. Na, das ist doch mal eine krasse Geschichte. Das sind Charaktere aus Scimitar of the Dragonflyers. Meine Kinder sind besessen von dem Scheiß. Und du hast wirklich nichts zu erzählen, Sanderson? Ich habe da eine Lady abgefertigt. Die hatte ein riesiges, frisches Veilchen. Sie sagte, sie sei gestürzt. Aber wir mussten sie trotzdem checken. Keine Bisse, kein Fieber. Nur jede Menge alter Blutergüsse. Das Flugticket war auf den Namen ihres Mannes ausgestellt. Er war nicht da. Sie sagte, die Zombies hätten ihn erwischt. Und sie sah dabei aus wie der glücklichste Mensch der Welt. Wow, krass. Aber gerecht. Ja, ihr Mann hat sie misshandelt. Zum Glück hat sie ihn erwischt. Okay. You are entering a dead zone. Turn back now. No permanent military presence. 8 Routes of Engagement. Assume Infected. Destroy. Schlüsselkartenleser. Let's go. Kämpfe dich durch die Todeszone bis zu den Monarchstudios. Muss ich mich jetzt tatsächlich komplett... Ich hab eine Rohrbombe. Ja, Mann.
Also, let's fucking go. Ladies, please. No time for autographs. Das sind brennende Zombies, die gerade ein bisschen, So, schneller, schneller, schneller. Tja. Ich kenne mich hiermit aus. Energy Drink? Wie der auf mich zugesprungen kam. Was ist denn los mit dir? Du hast einen Arsch voll. Heute wird gegrillt. Alles klar. Machen wir. Was ich krass finde, ist, wenn man die Zombies natürlich so packt mit so einer Attacke-Fähigkeit, können die anderen Zombies, die drumherum stehen, dich immer noch fertig machen. Das finde ich krass. Und auch das finde ich krass, dass ich jetzt gerade das Feuer löschen musste. Was war das hier für eine... Achso. So, erstmal Feuer löschen, alles klar. Hier, das löschen wir auch mal, ja? Die Rohrbombe, die wird passen. Jesus! Mein Freund, ey, komm, komm, gib zu, das saß doch viel geschmiert, oder? Dein Hirn guckt raus. Weißt du, woran du mich erinnerst? Kennst du die von Resident Evil mit der langen Zunge, die Viecher? Genau so einer. Nur, dass du ausnahmsweise echt stärker warst. Ja, das ist nichts. Da ist auch nichts weiter. Alles klar. Ist da jetzt echt noch einer, oder was? Ja, dahinter sind welche. Hallo. Guck mal. Puh. Ha. Herrlich. Oh. Okay, der muss auch noch hochgehen. Ich glaube, jetzt können wir weiter. Oder nicht? Ja. Bist du ruhig geworden? Zum Zielort und meine Studios. Aktive Quests werden aufgegeben. Ja. Habe ich denn hier andere? Eine. Beverly Hills. Welche habe ich denn? Das ist, glaube ich, die ich jetzt gerade anhabe. Ja, meine ich doch. Ja. Wir gehen rein. Es ist dunkel. Oh, es sieht wieder fabelhaft aus. Warte mal, die Map. Ah, alles klar, alles klar. Das wird göttlich. Gate 2. Ach, danke. Danke für die Begrüßung.
Ja. Angriff der Kvontkrieger. Story Quest abgeschlossen. So, wir haben hier eine Extra-Fähigkeit frei. Jetzt ist die Frage, welche nehmen wir denn? Wir haben das. Achso, die sind ja schon gar nicht mehr hier drin. Alles klar. Zerschlage ihre Abwehr. Okay, das ist das. Weiche Angriff im Außen- und schneller Angriffsboost. Beweglichkeit, alles klar. Ziel auf die Knie. Rutschangriffe erhalten einen großen Schadensboost. Okay, mal überlegen. Gesichert. Der Gebrauch eines Medkits löst eine... Achso, das ist das mit der Explosion. Okay. Wirf einfach viel mehr Wurfgeschosse. Ein gut getimter Block. Das könnte gut sein. Es wurde gespeichert. Wir gehen rein. Was war das denn? Okay, wir schauen erstmal hier. Ist verschlossen. Komme ich hier rein? Kurz mal schauen, ob da... Ist hier da oben jetzt nichts? Sonst war da oben ja so ein Schaltkasten, aber hier sehe ich gerade keinen. Nee. That's not my way in. Okay, das heißt, wir müssen natürlich außenrum, war ja auch selbstverständlich. Where could he be? I like it. Was wurde da gerade rot angezeigt? Das da, okay. Was sind überall Zombies? Darf ich hier rein? Danke. Können wir ja gleich alles absuchen, oder? Okay. Du bist tot. Haben die mich jetzt gehört, oder? Ist aber ein schickes Ding, also hier könnte ich mir auch vorstellen, drin zu leben. Ne? Angenehm. Hey. Aufwachen. Oh nein, schlafen Sie weiter. Ich wollte Sie nicht stören. Wäre ein schöner Schlaf. Danke. Was macht ihr da drüben? Wollt ihr hier irgendwann mal Feierabend machen oder? Oh. Hey, ich muss kurz drauf treten, danke. Sagen Sie mal. Ja, gar nicht, ey. Kann ich jetzt überall rein? Nee, ach, schade. Hier wahrscheinlich auch nicht, nur dort, wo Licht an ist. Hä, ciao. Also ich bin raus. Sag ich doch. Kofferraum? Nein. Achso, das ist die Musik gerade. Ich dachte, was ist denn hier gerade? Was hört sich denn hier so komisch an? Oh shit. Hallo? Komm ran. Yeah. Du musst nicht gleich auf Knien fallen. Alles gut. Ich verzeih dir. Okay, da konnten wir nicht rein, aber. Da haben wir auch nichts. Hier können wir. Doch, wir können. Aber bei dem zumindest nicht. Nee.
Müssen wir da gleich nochmal reingucken. Weiß jetzt nicht, ob ich dort bis zur Tür gelaufen bin oder nicht. Kommt die Musik her? Habt ihr das auch gerade gehört? Ah, guck mal, hier können wir wieder Sachen reparieren und so weiter und so fort. Ich möchte aber gern Sachen verkaufen. Das habe ich vergessen. Das wollte ich eigentlich noch in Angriff nehmen. Werde ich wahrscheinlich irgendwann dazu kommen. Frage ist halt nur wann. Sonst noch irgendwas hier hinten? Nein. Nee. Elektroteile, alles klar. Wenn ich das zerstöre, nee, geht nichts. Kann man hier rauf? Ja, kann man. Ne, man kann hier nicht rauf. So, wie war das? Hier kann ich nicht rein. Alles klar. Der kann da erstmal noch länger drauf schlagen. Oh, ich tue mir selbst weh. Ey, wie will jemand schlafen? Ach, das ist einer von der Crew. Ja. Jagdmesser. Oh, shit. Na, ich muss langsam wieder Sachen zerstören. Geht nicht anders. Machete 148. Wir haben hier Machete. Es ist schwächer. Machen wir das hier einfach weg. Drauf geschissen. 163er. Kommt auch weg. So, ist ja klar, dass wir nicht alles wieder mitnehmen können. Hamlet, Cast and Crew. What the fuck? Oh mein Gott. Gold. Ist das alles fake oder nicht? Ah, siehste. Hier haben wir was. Schlüssel für Stage 7. Lüfte die Geheimnisse von Sound Stage 7. Deswegen, es lohnt sich alles einfach mal anzuschauen. Nice. Hier kommen wir nicht rüber, ne? Nee. Space Fox. 2250. Nice. Stimmt, das habe ich gerade bei den News gesehen. Im Hauptmenü. Bargeld können wir auf jeden Fall immer mitnehmen. Das ist nice. Das ist die Musik. Das hört sich manchmal so komisch an. Neue Schlechterkarte freigeschaltet. Wir haben hier... Brich lieber Knochen als zusammen. Greife einen Zombie, während du rennst. Um einen moderaten Schadensboost. Okay. Wir haben hier einmal immer schön geschmeidig bleiben. Für einen Rutschangriff auf einen Zombie erhältst du einen moderaten Boost für die Beweglichkeit und Angriffsgeschwindigkeit. Dann klare Sicht. Schlag drauf, wenn sie am Boden sind. Schlage einen Zombie nieder, um einen moderaten Schadensboost für deine Distanzwaffen, Waffenwürfe oder Waffen... Ah, nee. Wir bleiben lieber da, wo wir jetzt sind. Space Fox 2250 Life Feed. Let's go. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Kian ist auf dem Bein. Blutet aus dem Hals. Die Crew kümmert sich um ihn. E-Mail-Adresse. Fuck you. Geblockt. Okay. Hashtag beten für Elok. Hashtag beten für Kian. Zittere wie Espenlaub. Hab gerade gesehen, wie jemand getötet wurde und Kian Clark wurde bei einer Autogrammstunde angegriffen. Sie haben ihn erschossen. Er hat sich losgerissen. Er ist irre.
hat einen Typen gebissen, der ihn festhalten wollte. Security hat ihn. Bien Stern. Ein Typ ist über den Tisch gesprungen und hat Key und Clark angegriffen. Was zur Hölle, verdammt. Die Leute kriegen jetzt ihre Fotos und Autogramme. Picara ist in voller Montur. Da. Hashtag Dedication. Hashtag SpaceFox2250. Die sind alle im Kostüm da. Sieht super aus. Sie sind hier. Da vorne steht ein Typ, der aussieht wie der Tod. Sagte, er wollte das auf keinen Fall verpassen. Von solchen Arschlöchern fangen wir uns die Bazillen ein. Hashtag hust mich ja nicht an. Hab mich jetzt angestellt. Die Crew trifft letzte Vorbereitung. Nope, das sind keine Originale. Die sind von einem anderen Event. Aber ich brauche das komplette Set. Hab echt netten Merch ergattert. Hashtag Captain. Captain Wixen gibt nicht auf, alles klar. Okay, ich lade das Video später hoch. Das müsst ihr sehen. Geil. Ein Typ in einem lächerlichen Fox Guard-Kostüm mit einer selbstgebauten DD09. Das Ding bewegt sich und macht Geräusche. Kann alles außer fliegen. Schon ein paar tolle Cosplays hier, sehe ich mich später noch an. So viele Leute in diesem Moment auf dem Weg zu den Monarch-Studio für eine Spezialautogrammstunde. Hup, hup. Tja, und das war auch dein, der, ich würde sagen, der letzte Brief oder letzte Autogramm, was du bekommen hast.